Wir brauchen unbedingt ein schnelles Tor. Ja. Das würde dem Spiel gut tun. Guten Morgen, ich bin Baum und ich nehme jetzt hier einen Song auf. Und wenn er fertig ist, klingt er genau so. Der Kopf schnell zurück, Gewebe zerreißt im Kleinhirn und in der oberen Wirbelsäule. Ja! Gipfeltreffen des Jahrhunderts. Ich hab eingekauft, die Nachbarn haben sich gewundert. Ich lad mein letztes Syndrom ein und dann trinken wir Rotwein und dann frag ich es so. Könntest du gerade sein? Es sagt, du willst es nicht hören, aber lass dich nicht stören. Und ich sag ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, du und ich auch. Aus den Tiefen dieser Couch fliegen Anachronismen. Dabei hatten wir um Mitternacht erst aufgerissen. Und du sagst, du fragst mich nie. Und ich sag, du ahnst nicht wie, wie ich mir denken kann. Lass mich nicht. Ich hab ein letztes Symptom ein und dann trinken wir Rotwein und dann frag ich es wo. Könntest du gerade sein, es sagt, du willst es nicht wissen, denn da wurde ich beschissen und ich sag, ja, ich weiß, ich schlaf ein letztes Symptom ein und dann trinken wir Rotwein und dann fragt es mich wo, könntest du gerade sein, ich sage ja genau, ich sage glaub ich auch, ich hab zuerst gefragt, ich mach das nicht zum Spaß. Ihren Song gekriegt, sind ins Bett gegangen, sind wir jetzt unter uns, können uns die Ruhe antun. Ihr habt ihn jetzt gehört, jetzt müssen wir ihn aufnehmen und es gibt ganz schlechte Neuigkeiten. Ich habe es im Kreuz gekriegt. An Ostern kannst du da einen Teil dazu, aber vom Feinsten konnte im Wesentlichen diese eine Bandscheibe, die hat ihren Geltungsdrang von dem Besten gelernt und will unbedingt hier in dieses Format mit rein. Ich versuche das zu verhindern. Ich gebe Mühe. Ich werde berichten. Ich gebe Mühe. Heute geht das alles wieder einigermaßen, ich möchte aber trotzdem gerne versuchen, so wenig Musik wie möglich zu machen. Nicht nur Schlagzeug, sondern Gitarre auch, halt alles, was irgendwie asymmetrisch ist. Erst gedacht, ich nehme diesen Song First Takes Only. Ist mir aber zu riskant, weil hinterher verkacke ich doch irgendwas. Deswegen bin ich jetzt dazu übergegangen, es so zu machen. Ich habe 2 Takes an jeder, für jede Spur sozusagen. Vielleicht am Schlagzeug 3, falls die Sticks halten. Die habe ich mir nämlich gerade zusammengeschustert. 2 Takes Zeit an jedem Instrument oder auf jeder Spur und alles andere werde ich basteln müssen. Das ist meine Challenge für heute. So, und anstatt, dass ich mich wieder in irgendwelchen Detailfragen irgendwie mit abgedämpft oder nicht oder hier schlagen oder da schlagen, bevor ich mich da wieder irgendwie verliere, ist das Szenario für heute. Ostermontag war ich im Krankenhaus, habe mir eine Spritze geben lassen, eine Diagnose hätte ich auch gern gehabt. Angezählt könnte man fast sagen, wir sind, aber ich stehe halt noch auf dem Platz oder im Ring oder auf, und die Wahrheit liegt auf dem Platz, so deswegen. Munter ans Werk. Abliefern, Junge, nobody cares, go harder. Wollte ich noch irgendwas? Weiß ich gerade nicht. Ist aber egal, ihr habt ja, besser wird die Folge nicht mehr. Deswegen mache ich natürlich irgendwas, was mich nicht überfordert, was solide bleibt, hoffentlich. Wir sind auch in 295 von möglichen 300 Beats per Minute. Easy go. Ist chillig, glaube ich. Und werde dann trotzdem... Ach, weißt du was, hast du eh schon gesehen. Sekunden später rausgegangen. Ich glaube, da hatte ich gegen Ende mehr Umläufe. Das ist eher so ein Richtwert. Ich weiß gar nicht, wie viele das werden sollen. Das ist mir egal gerade. Das ist mir egal. Aber zur Not finde ich da einen, der gut ist und den loop ich durch die Walachei, durchs Gemüse. Da war ich wieder früher durch. Gut. Gehen wir mit der Version. Du willst mich doch verarschen, willst du mich doch. So, der dritte Take war echt rund. Ich weiß nicht, warum da Drums 8 steht. Das verstehe ich nicht. Der dritte Take war echt gut, aber jetzt habe ich dafür endlich mal dran gedacht, meine Aufnahmen hier, meine übrigen, anzuschmeißen. Deswegen mache ich noch einen. Also ein, also genau ein, also den ein. Den mache ich jetzt. Genau den und keinen anderen.
Gott sei Dank hat das funktioniert. Okay, das war unser Schlagzeug. Und wahrscheinlich die kürzeste Screen- und Soundaufnahme, die ich bis jetzt... Bis gleich. So. Au, 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 au. Und da sind wir bei den Gitarren. Ich muss gucken, dass ich aufrecht sitzen bleibe, weil sonst zwirbelt das direkt. Ah, genau hier rührt das nämlich her, von dieser Scheißhaltung hier. Scheiß, Dreck, Kackscheiß. So läuft erstmal. Bin ich gestimmt? Geht so, wa? Gut. Ich mache jetzt mal einen rechts und dann mache ich noch einen links und dann mache ich noch einen rechts und dann mache ich Riffs und dann mache ich Bass und dann mache ich Gesang. Wenn der jetzt hinten in seinem Kämmerchen, in seinem Keller, ein Tor baut. Ja. Gerade in seinen Details kennengelernt und dafür nur zwei Takes gebraucht, einen links, einen rechts und ja gut, zweieinhalb. Dem links auf die Bühne und einmal mit rechts auf die Bühne und da sollte nichts anbrennen, dann sind wir da schon durch. Das war jetzt gerade Probe für live, ja, und jetzt ist... Ich würde sagen, das waren unsere Bretter. Ich wechsle die Gitarre und wir machen einen Riff da drauf. Wir machen zwei Riffs. Ich bin noch nicht gestimmt. Nee. Mitnichten. Ja, Freunde, das ist eine H-Seite. Manche sagen auch, die muss jetzt eine E-Seite sein, weil eine E-Seite halt nicht mehr. Ja, ist ein bisschen was flach gefallen in letzter Zeit. Ich wollte auch noch ein Osterspecial mehr machen. Da wollte ich eine Jesus-Geschichte vorlesen, die übrigens nicht von diesem Jesus handelt, sondern von jenem. Das hätte aber bedingt, dass ich die Jesus-Geschichte dazu auch noch performe und das war einfach... absolut nicht möglich. Nix Adduktoren, das tut ihm. Ah, es geht auch nicht ins Kreuz gerade. Drecks Kackscheiß und vor allem, das war eine unbenutzte Seite. Nur einmal warm gespielt vor einem Konzert, auf dem ich die Gitarre gar nicht gebraucht habe dann. Seitdem hatte ich die Gitarre nicht mehr in der Hand. Schön, wollte ich sagen. Nicht schön, wollte ich sagen. Es gibt ein Riff für im Refrain im Hintergrund. Es gibt ein Mini-Fitzel für in der Strophe eingeworfen. Und es gibt ein Main-Riff, was viel zu selten kommt, um eigentlich ein Main-Riff zu sein. Ich fange mal mit dem im Refrain in ein bisschen die Fahrt raus. Das ist ein antizyklischer. Der bleibt stehen und stecken und stagniert. Muss auch so sein, wie du weißt. Und noch zwei für rechts. Die sind noch gar nicht links und rechts. Ich mach das mal. Die sind so halb links. Die sind im Halbfeld. Die kommen über das Halbfeld und spielen dann in die Schnittstelle. Und dann haben sie ein Tor. Mhm. Und 10 Minuten, dann bauen sie es auf. Und dann bauen sie es auf. Warte ab, warte ab. Da hinten kommt es eh nochmal. Ich glaube sogar da. Hui, das ist ein ganz schön langes Stück. Egal, machen wir noch drei von und dann sind wir da auch. Heute Let's Rush. Blind Let's Rush. Weil ich spiele es zum ersten Mal, Junge. Überragend. Das ist halt schon so ein bisschen... Es schließt auch ein bisschen an ganz frühe Songs von mir. Ganz, ganz früher. Und ja, und verarscht die ein bisschen. Nein, ich kann nicht hinsehen. Dann alles inhaltlich wieder so gerechtfertigt, dass es akustisch ertragt, wie bei allem, was ich mache. Okay, jetzt haben wir hier in den Strophen einen. Und der verhungert da, bis Pause ist. Das finde ich gut. Hoppala! Der klingt ein bisschen länger aus. Bis auf die Snare. Ist schon cool. Ist eine coole Stelle, glaube ich. Das war der und jetzt haben wir nur noch das Main-Riff, was selbstverständlich ganz am Anfang ist. So ein bisschen so einem Vierteltriolischen drin, damit das ein bisschen holpert am Anfang.
da drin. Egal. Ich habe gesagt, 2 Takes für jedes Spiel. Der war geil. Okay. Kommt nach dem Refrain nochmal. Genau hier, aber nur die kurze Fassung. Kann man machen. Geil, noch einen davon. Gibt's hinter diesem riesen Moloch, gibt es noch die ganz, ganz kurze Version und die geht noch nach oben. Pass auf. So durch einfach. Perfekt, die beiden sind es, 44 und 19, weil ich auf jeder Spur nur 2 machen wollte. Gut, wir haben sämtliche Gitarren. Zumindest so fertig, wie es heute werden wird, weil mehr Ideen habe ich noch nicht. Und Inspirationen. Mal gucken, ob mir noch irgendwas einfällt, was ich loswerden wollte, jetzt wo wir unter uns sind, jetzt wo die anderen mal nicht mitgucken. Vielleicht gibt es noch ein Pamphlet später. Könnte passieren, muss aber nicht. Screenaufnahme ist weg in 3, 2, 1, Bock. Überragend, overraging. Übrigens, guck mal hier, so sieht das dann aus. Das hätte ich nicht tun sollen hier. Der kommt von da und ist der, ist derjenige welche, jawohl. Wenn ich jetzt hier, naja, du nicht, du bist nicht gefragt, hat er ein wundervolles Signal. Das ist schön, das ist wunderschön. Wir sehen uns gleich am Bass. Und hier sehen wir bereits das zweite Tor. Mir ist gerade noch was eingefallen für die Gitarre. Ich weiß noch nicht, ob ich es auf der Gitarre mache, aber mir ist was eingefallen und ich mache es auf der Gitarre. Und wenn es blöd ist, kommt es von der Gitarre wieder runter. Das ist doch mal ein Deal, oder? Bin mir nicht sicher, ob ich das gespielt kriege auf Anhieb oder ob das zu schnell ist. Und zwar für diese eine Pause. Ah ja, genau, der eine macht den Jahre. Ich mach das mal in halber Geschwindigkeit. Lass ich da mal drin, vielleicht ist ja cool. Ich sagte, lass ich da mal drin, vielleicht ist ja cool. Dann kommt jetzt ein Bass. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Ah, da hinten. Wo ist er hier? Da. Schön. Alter! Ich muss gucken, also das wird auf jeden Fall keine Single der Song oder keine Säule auf dem Album, aber es ist ein ganz okayer Song, um einfach mit drauf zu sein. Das können wir ja auch mal machen. Dann lass uns mal Blind, ein Blind Let's Wreck mit W-R-E, hier Dingsbums. Schwer ist das echt nicht. Ich mache da noch einen, damit ich auch in den Strophen, wo der Bass ein bisschen mehr rauskommt, dass ich da gucke, dass ich da was Sauberes habe auch. Das ist ja wichtig, dass man sauber... Ja, guck. Ja, der geldet mich. Es wird hier von Mal zu Mal enger. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich steht alles so wie. Eigentlich steht alles so wie immer. Bam! Das war der Bass. Ich habe aber was an der Gitarre vergessen. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Warte kurz. Und hier nochmal welcher? Ja, warum eigentlich nicht? Das wird geil. Oh, das wird geil. Ich fürchte, das wird geil. Leider geil. So. Da hinten auch noch welche hin, aber das bastel ich zur Not. Das nehme ich jetzt nicht mehr auf. Ich baue uns um und dann machen wir Gesang. Und das wird auch noch mal etwas komplizierter. Erstens, weil da sehr viel Text auf sehr engem Raum ist und ich da gut auf Luft an fast jeder Stelle 2 Ideen, wie ich es gerne gesungen haben möchten könnte. Und werde da rumprobieren. Vielleicht gibt es eine A- und eine B-Version, so wie damals bei einer Mathearbeit, weißt du noch? Wie immer gibt es auch heute einen First Take, der ganz intuitiv und spontan vor die Wand gefahren wird. Saß ich am Einzeltisch, hab beide gemacht. Bam, Doppel-1. Heute Abend steigt das Grundan und dann trinken wir Anachronismen. Und du sagst, ja genau. Schwierig.
ehrlich sein, nur am Ende werde ich einmal neu ansetzen müssen, wo der Refrain sich wiederholt. Sonst ist es einfach 3, 4, 50 davon und dann haben wir bestimmt einen guten dabei. Ich hab einen Nachbar, du nicht auch. Der könnte werden. Das wird, wie gesagt, das wird kein Smash-Hit oder sonst was, aber das wird ein solider, das wird der kleine junge Song von nebenan so. Das wird er sein. Des Jahrhunderts. Boah, Parmesan. Parmesan. Lass dich nicht stören, ich sag ja, ich weiß. Ganz genau, was du meinst, lasse ich aus an der Stelle, wo der Refrain sich wiederholt. Das muss ich separat machen nachher. Beziehungsweise, das mache ich am besten jetzt mal eben separat. Papapapaparat. Und ich sag ja, ich weiß. Und ich sag ja, ich weiß. Und ich sag ja, ich weiß. So, die müssen reichen. Warte, ich mach mal kurz hier die Tonfindungs-AOs davor weg. Das ist ein Smash-Hit. So sieht's nämlich aus. Genau, was du meinst, du nicht auch. Uppala, war ich einen zu früh da. Egal, schieb ich nach hinten. Ansonsten war der echt Schnieke und einen noch. Dann sind wir safe, dann sind wir abgedeckt. Ich hab mein letztes Syndrom. Du Kula. Syndrom. Mein letztes Syndrom leine ich an. Mein letztes Syndrom leine ich an. Heute Abend steigt mein letztes Syndrom aus den Tiefen dieser Couch, du ahnst nicht wie. Läuft doch, ist doch cool geworden, sind wir fertig. Ich werde just for fun jetzt nochmal die andere Gesangsmelodie irgendwie versuchen mal durchzukloppen. Heute Abend steigt das Gipfeltreffen des Jahrhunderts. Ich hab eingekauft, die Nachbarn haben aufgerissen. Und du fragst, du sagst irgendwas. Oh, haben Sie den Daumen gesehen? Der Daumen war oben. Leute, es ist Hoffnung. Ich glaube, die werde ich nicht nehmen. Im Refrain ist es vergleichbar, hat nur nicht diesen hohen Ich hab einen gekauft, die Nachbarn. Daumen nach oben heißt vielleicht auch, bringt mir ein neues Tor. Das Jahrhundert. Die Nachbarn haben sich gewollert. Ja. Kann man mittelfristig bis langfristig auf jeden Fall noch ein bisschen Mist mit anstellen mit dieser mit diesem Tika an Gesangsmelodie. Kennt ihr noch das? No contact! Aber für den Moment möchte ich die nicht. Die ist mir zu sehr in der Schwebe. In der anderen Melodie ist der Text verankerter, finde ich. Und das ist ja auch wichtig, ne? Dass die Sachen verankern. Judy, wir haben alles im Kasten. Vielleicht sitze ich gleich noch und mische, vielleicht auch nicht. Okay? Hey, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und gebt dem Bäumchen doch ein Däumchen. Jetzt der Daumen nochmal. Der Daumen, ja. Zeigt einmal den Daumen. Wo ist er? Ja. Dann weiß es nämlich, dass es den Scheiß nicht in luftleeren Raum hineinmacht mit einem kaputten Kreuz. Wirklich zu Ostern. Da ist ein Kacks, Drecks, Kackscheiß. Ist das nur eine Fleischwunde? Kreatives Fluchen, das ist wie damals an der PS1, wenn du Cheats eingibst mit Dreieck und Kreuz und Dreieck, hattest du verschiedene Kombinationen. Stell dir einfach vor, du hast die Scheiß-Taste und die Dreck- und die Kack-Taste. Anhand der Kombinationen können Musiker untereinander auch verstehen, was gerade schiefgelaufen ist und wo der Schuh drückt und so. Deswegen Scheiß, Dreck, Kack, Scheiß. So, das. Was? Ja, wir brauchen ein Tor jetzt. Wie, was? Wir brauchen unbedingt ein schnelles Tor. Ja.